Hallo und herzlich willkommen auf EU2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2020. Ja, gestern gegen Schalke im DFB-Pokal ausgeschieden, beziehungsweise am Freitag aber wenigstens 5:0 gegen Union Berlin gewonnen. Also die Meisterschaft wäre schon echt tragisch, wenn wir die verspielen würden bei momentan 8 Punkten Vorsprung. Na gut, mal schauen. Gehen wir mal weiter und gucken, was uns hier heute so erwartet. Auf jeden Fall ein Spiel gegen Leverkusen, das wissen wir ja bereits. Und dann geht's hier mal weiter. So, Blick nach vorn. Natürlich Nachanalysespiel gegen Schalke. 0% angekommene Flanken von Julian Brandt. Das ist nicht gut. Aber dafür der Topwert bei der Laufleistung. Eigentlich schon bitter hier. Eine 7,0. Nur Mats Hummels. Naja. Egal. Gehen wir weiter. Mögliches Problem mit Osterhage. So, Osterhase. Er will keinen neuen Vertrag mehr. Na und? So, was haben wir hier? Leverkusen vor schwieriger Aufgabe gegen Dortmund. Kolasch und Lobis sind auf Brand ein. U19 Spieltagsüberschneidung. Verfügbarer Spieler. Erste Mannschaft für das U19-Spiel. So. Okay, Taktikratschläge. TK. Es ist übertrieben, wenn ich sage, dass Dortmund gegen Schalke nicht gut ausgesehen hat. Erwarten Sie also eine Reaktion Ihrer Spieler? Bestimmt. Das ganze Team will sich mit einem Sieg rehabilitieren. Im kommenden Spiel kehrt Julian Brandt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wie wird er wohl mit diesem wahrlich denkwürdigen Moment umgehen? Ich hoffe doch, dass alle sich daran erinnern, was er dafür geleistet hat. Zu Julian und Brandt, welchen Einfluss wird das Medieninteresse an seinen Leistungen haben? Er weiß, dass er in der Rückschritt steht, aber aktuell blüht er richtig auf. Bisher konnte Leverkusen die Erwartungen nicht erfüllen, findet sich zurzeit auf dem neuen Platz der Bundesliga wieder. Denken Sie, es besteht die Möglichkeit, dass Bayer Leverkusen am Samstag alle Punkte in der Bay-Arena mitnehmen kann. Ich denke, dass man ihnen mit Respekt begegnen muss. Sie sind ein gutes Team und jeder kann hier sowieso jeden schlagen. Ihre Vorliebe für Ballbesitzfußball steht im Gegensatz zu Leverkusens Konterfußball. Wie bewerten Sie dieses interessante Aufeinandertreffen zweier so unterschiedlicher Taktiken? Ich kann die alte Kick-and-Rush-Taktik nicht leiden. Wir spielen Fußball auf die richtige Art und Weise und zeigen es allen in diesem Spiel. Ja, das ist doch meine Ansage, würde ich sagen. Und ja, dann... ja, wir warten nochmal aufs Briefing. Da kommt's. Aber jetzt werden wir selber hier aufstellen. So, ich hätte gern Witzel wieder in der Mannschaft. Ach, der ist noch verletzt, oder? Oder ist Witzel wieder? Ne, der müsste noch verletzt sein. Davis ist auf jeden Fall angeschlagen. Das heißt, dann darf... Oh, das ist natürlich schon hier... Dann darf Guerrero ran. Dann lassen wir Reus wieder für Brand spielen. Da haben wir nämlich hier die Connection. Sancho, Can... Anji, komm, Sagadu darf auch mal wieder spielen. Ah, wobei, das ist eigentlich ein Risikospiel. Wir können das nicht machen. Wir lassen es so. Irgendeiner hier konditionell angeschlagen. Spielpraxis hat Guerrero momentan nur 52%. Dann ist das vielleicht nicht gut. Dann lassen wir doch lieber Schulz spielen. Der hat zwar auch nur 72%, aber ist auf jeden Fall besser. Brand 88%. Oh. Schwierig. Wir brauchen fitte Leute. Also dann lassen wir Götze spielen. Wie sieht es denn bei Sancho aus? Wo ist er denn? Das geht eigentlich 92, aber wir können vielleicht Hazard 98, dann bringen wir ihn von der Bank. So, Hakimi. Wo ist denn Mertens? Da. Den wechseln wir wenn ein. So, Sancho können wir mal loben. So, und dann geht's gegen Bayer Leverkusen. Jetzt nochmal hier, der Lenny verdient eine Nominierung für Dänemark. Und die Vorschau, Spiel gegen Leverkusen. Gegen wen spielt Frankfurt? Gegen Augsburg und die Bayern gegen Leipzig. Okay. Also ist eine Chance da, dass wir wieder ein bisschen hier wegziehen. Was so die ganzen... ja, Begegnung betrifft wegen Punkten und so.
So, Union Berlin hat einen Trainer entlassen, der Herr Fischer. Fitness-Test. Also Witzel ist immer noch verletzt. So, Hummels und Schulz fehlt die Spielpraxis. Ja, aber sie spielen trotzdem. Was haben wir denn? Tah, Tapsoba, Wendelweiser, Aranguiz, Palacios, Vinicius Junior, Havertz, Bailey und Volland. So. Ich sage hier eigentlich immer das Gleiche, deswegen brauche ich das jetzt nicht vorlesen. Ihr Team rangiert in der Ballbesitztabelle der Bundesliga ziemlich weit unten, während Leverkusen ganz oben steht. Sind sie vorbereitet, ohne Ball zu schuften? Wir wissen, was wir können und wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ich denke, wir haben gute Chancen. Vor dem Duell gegen Leverkusen würden wir gerne wissen, ob sie zufrieden mit Thomas Delanys Leistung als Box-to-Box-Mittelfeldspieler sind. Er spielt dort aktuell und ich wäre dumm, jetzt einfach etwas zu ändern. Wieso spielen wir vorsichtig, Mann? Angsthasenfußball. So, erste Chance jetzt hier als Highlight. Ich hoffe mal, dass wir... Oh, bitte nicht den Ball verlieren. Delaney, das sieht noch gut aus. Schulz. Jan auf Götze. Jan hat ja auch mal bei Leverkusen gespielt. Damals unter Jupp Heynckes. Saat mit Hakimi. Schade. Radetzky fischt den Ball und weiter geht's. Vinicius Junior auf Havertz. Oh ja, und Leverkusen macht das 1-0. Zweites Saisontor von Kevin Volland. Das heißt also, der Angsthasenfußball ist beendet. Und die Herrschaften sollen sich mal konzentrieren. Oh, da läuft Volland gut durch und alter Bürki. Oh nein, Volland hat sich verletzt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Dann müssen wir jetzt Mertens bringen. Moment, Stoßstürmer ist bei ihm sogar besser, okay. Reus. Elfmeter! Felix Brüch zeigt auf den Punkt. Wer schießt? Marco Reus? Ja. Komm, hau das Ding rein, Marco. Jawohl, 1-1. Elfer rausgeholt, Elfer reingemacht. Fünftes Saisontor, Marco Reus. So, okay, dann können wir jetzt mal die Mannschaft loben. Götze ist nervös. Götze ist nervös. Götze ist nervös. Götze ist nervös. Nur eine Chance jetzt hier. Hummels auf Hazard. Delaney schickt Mertens. Was ein... Oh, schade. Das wäre es natürlich gewesen. Dries Mertens scheitert an Radetzky. Und es ist Halbzeit. Ausgehen, sich zu beweisen. So, wir bleiben mal so. Eventuell bis... Oh, was passiert? Schade, rausgeköpft. Mitchell Weiser. Oh je.
Oh oh, jetzt nur Hakimi hinten. Weiser geht, Bürki hält. Zum zweiten eine Großchance. Wenn der mal Sancho bringen. Von der 55. Wieder Vinicius Junior. Zweimal gescheitert Arangis. So, wird jetzt Jadon Sancho eingewechselt. Wenn ich ihn finde, da ist er. War nicht das Spiel von Kollege... Von Kollege Hazard. Mal umstellen, dass wir nochmal jetzt... Oh, Brand können wir noch einwechseln. Nehmen wir es mal so. So, Chance Leverkusen. Hoffen wir, dass das schief geht. Abgefangen Schulz. Nein, er bleibt an Arangis hängen. Und jetzt hat Bailey Platz, weil Schulz nicht da ist. Wieder Bürki. Oh nein, noch mal eine Chance. Boah, Alter. Ja, das läuft wohl auf ein Unentschieden raus. Ja. Das ist bitter. Das ist definitiv bitter, dass es gegen Leverkusen. Haaland ist verletzt. Was hat er? 1 bis 3 Tage geht noch. PK, nun, obwohl sich in ihrer Verteidigung viele Löcher aufgetan haben, haben sie nicht mit einer Niederlage, sind nicht mit einer Niederlage vom Platz gegangen. Wie bewerten Sie diese Leistung? Ich bin zufrieden, wie wir insgesamt gespielt haben. Ich denke, dass das Ergebnis unserer Leistung widerspiegelt. In welcher Beziehung stehen Sie zu Domenico Tedesco? Oh, wow, was eine PK. Also, dann kriegen wir noch das Spiel gegen Frankfurt heute hin. Nein! Emre Can ist gesperrt. Also, ich denke mal, das ist jetzt das Spiel, wo die Meisterschaft ausgetragen wird. Wenn wir hier gewinnen, haben wir 12 Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Die Bayern haben auch natürlich noch die Möglichkeit. Hoffen wir, dass Leipzig gewinnt. Eins zu eins, okay, das ist gut für uns. Dann haben wir die Chance 13 Punkte auf Bayern und 12 Punkte auf Frankfurt. Hinspiel ging 3-3 aus. Bartoljan verletzt. Hakimi verletzt, 1 bis 2 Tage, das ist egal. Auf 7 bis 14 Tage bei Axel Witzel. Hazard nicht für die Mannschaft nominiert, für die Nationalmannschaft.
So. 6-0 hat die U19 von uns gegen die U18 von Derby County gewonnen. Das ist gut. Wenn das so gewünscht ist, bekommt ihr hier mal eine Zustimmung. So, wie sieht's denn hier mit Ihnen aus, der Herr Fink? 16 Jahre ist er. Potenzial für 4-Sterne-Spieler, das ist nicht schlecht. Wieso der Druck auf mich? Geh doch! So, Ratschläge zur Aufstellung gegen Frankfurt. Hä, hey, Brandt? Genau, Bradley, alles klar. Ich guck mal, ob wir irgendwas aus der zweiten Mannschaft hochziehen können, der das vielleicht kann. Philipp Kostic ist diese Saison einer der besten Spieler von Frankfurt. Welchen Anteil hat er Ihrer Meinung nach am Erfolg? Er ist ein unglaublicher Spieler von Klasse. Adi Hütter erhält viel Lob für das, was er in dieser Saison erreicht. Finden Sie auch, dass er Eintracht Frankfurt dazu gebracht hat, derzeit auf einem unerwartet hohen Niveau zu spielen? Niemand hat gedacht, dass sie so gut schlagen. Sie sind offensichtlich sehr überzeugt von der aktuellen Leistung von Adi Hütter und seiner Mannschaft. Ist es nicht möglich, dass Ihr Lob als etwas herablassend empfunden wird? Nicht. Dortmund ist unter den Führenden der Fairness-Tabelle. Für dieses bemerkenswerte saubere Spiel haben sie einiges an Lob bekommen. Sind sie darauf besonders stolz? Das ist natürlich sehr erfreulich. In diesem Spiel wird Marcel Schmelzer seinen alten Verein treffen. Freuen sie sich auf das Wiedersehen. Marcel, aber klar, ich freue mich darauf. Marcel, sehen ist ein netter Kerl. Ich hoffe nur, dass er das Spiel nicht zu sehr genießt. Befürchten Sie, dass Schmelzer bei seinem Rückwärts zum Albtraum für den Ex-Club wird? Oder später jedem Team Probleme bereiten kann. Hummels passt anscheinend nicht nur hervorragend zum Stil ihres Teams, sondern könnte im Duell gegen Frankfurt auch vorangehen. Stimmen Sie dem zu? Seine Art von Spiel. Brandt weist einige Qualitäten auf und viele Leute sind der Meinung, dass sie den Unterschied gegen Frankfurt ausmachen können. Teilen Sie diese Meinung? Er könnte absolut den Unterschied ausmachen. Jetzt gehen wir aber nochmal zur zweiten Mannschaft. Was haben wir denn hier so? So. Poolbein, Biergier, Finson, alles klar. Also Brandt wird auf gar keinen Fall das spielen. So, dann lieber Dahoud, Reus, Guerrero. Reyna ist in der Mannschaft, okay. Probieren wir es so. Hier muss es scheppern.
So, Fitness-Tests. Okay. Dann schauen wir mal. So, ach man, ich hätte vielleicht Brand spielen lassen sollen für Götz, aber gut, das können wir noch korrigieren. Sie haben Dries Mertens außen vor gelassen. Hat das etwas mit seiner jüngsten Verletzung zu tun? Richtig, er ist noch nicht wieder bei 100%. Wie sehr steigert Sebastian Rodes fehlen ihre Chance auf den Sieg? Ich kann nicht leugnen, dass es uns in die Karten spielt. Allerdings ist der Rest der Mannschaft auch nicht von schlechten Eltern. Was halten Sie davon, dass Jürgen Klinsmann von Hertha BSC gefeuert wurde? Sehr leid für ihn, er ist ein knalles Geschäft. Eigentlich sollten wir Trainer generell mehr Zeit bekommen, etwas auf die Beine zu stellen. So, wir spielen zumindest kontrolliert heute. Hier ist etwas. Einfach mal nach vorne drücken. Für ein Regenspiel, Sancho. Er verliert den Ball gegen Kostic. Hummels, Mann! Birki. Hakimi mit dem Freistoß. Da ist Sancho. Jawohl, Reus. Da ist das 1-0. Geht doch. Sancho mit Gelb. Das ist echt erstaunlich. Davis scheint wieder verletzt zu sein. Hakimi jetzt auch Gelb. Was ist hier los? Nächste Chance, Reus. Oh, schade. Okay, wir müssen Davis auswechseln. Dahoud, ey, Mann. Du Pflaume. Delaney auf Hakimi. Götze. Boah, Mann. Paciencia, oder wie ausgesprochen wird. Postage, der geht drüber. So, Nachspielzeit läuft. Schenk mal, da wird jetzt nichts mehr passieren. Jo, Halbzeit. Ach, Götze, 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 du machst mir echt Sorgen. Meine 6,9 ist eigentlich okay. Nein, Mats Hummels ist verletzt. Ich krieg einen zu viel. Wo ist Zagadou? Warum immer wieder Hummels? Wo ist Zagadou? Okay. Chance für Frankfurt. Jetzt wird wahrscheinlich ein Tor fallen. Oder wir kriegen die Pocke. Delaney, gut gemacht. Sancho geht. Geh doch hin, Hakimi. Was bin ich gerade für ein Müll? Shit. Willst du das spielen lassen eigentlich? Ne, der kann die Position absolut nicht. Ja, gut, dann.
Schauen wir mal. Reus ist verletzt, wir können ihn nicht auswechseln. Oh, Elfmeter? Komm, Haller, mach das Ding rein. Jawohl, 2-0, das ist gut. Noch 24 Minuten. 25. Saisontor. Hakimi fängt ab. Oh, Alter. Wieder abgefangen. Hakimi, schade. 15 Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Aber irgendwie nur wir mit Chancen. Also es gibt heute kein 3-3. Oh je. Herr Delaney, was war denn das bitte? Gacinovic. Oh, der geht weit vorbei. Verzweiflungschance. Jo, das ist der Sieg. Sehr schön. Ja, das könnte eine Vorentscheidung auf die Meisterschaft gewesen sein. Wichtig ist natürlich jetzt, wie geht's Mats Hummels? Wie lang fällt er aus? So, Davis verletzt. Na toll, 4 bis 7 Tage. Schmelze leidet, Niederlage gegen Exel, Marco Reus. 1 bis 3 Tage, Hummels 1 bis 3 Tage. Okay. Ja, okay, dann sind wir ja gut rausgekommen. Ein gutes Ergebnis für Sie gegen eine Mannschaft, der Sie vor dem Spiel Ihre Bewunderung gezollt haben. Wie haben Sie sich diese Aussage aus dem Spiel heraus ausgewirkt? Keinen Einfluss darauf, wie gut war Sancho heute, war einer der besten Spieler auf dem Platz. Sancho ist diese Spielzeit in einer blendenden Form, konnte bisher 8 Tore auflegen. Wie wichtig ist sein Beitrag für die Mannschaft? Extrem wichtig. Ja, in diesem Sinne, Leute, sind wir dann mal wieder am Ende einer weiteren Football Manager 2020 Ausgabe angekommen. Und das ist einfach mal das Krasse, dass jetzt Mainz 05 auf Platz 2 ist. 11 Punkte Vorsprung auf Mainz und 12 auf Bayern, Leipzig und Frankfurt. Also das ist echt richtig heftig. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt mir euer Feedback wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Morgen gibt es dann das Spiel gegen den FC Liverpool, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, also Leute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, macht's gut, in der Videobeschreibung auch noch meine weiteren Social Media Accounts, werft mal einen Blick rein, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut und ciao.